Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play von mir. Und zwar, man kann es schon sehen, ich möchte mit euch spielen Shantae Risky's Revenge im Director's Cut. Ja, ich habe ja damals schon einem Jahr, zwei Jahre, auf jeden Fall habe ich sehr lange dafür gebraucht. Auf jeden Fall habe ich ja schon ein Let's Play vom Ur-Shantae gemacht für den Game Boy Color. Damals blind. Und ja, ehrlich gesagt, wenn ich mir das Display heute nochmal angucke, müsste ich es eigentlich nochmal neu machen, weil ich es, wie gesagt, blind gespielt habe und nicht so wirklich viel Ahnung vom Spiel hatte und dementsprechend auch nicht besonders gut darin war. Aber das ist egal, jedenfalls momentan erstmal, denn ich habe damals ja gesagt, dass ich das Sequel zu Shantae, und zwar eben Risky's Revenge, nicht let's playen kann, weil es das nur für DSiWare gibt. Und das war bis heute auch wahr, denn, ja, noch ist es heute, das Spiel ist sehr spät rausgekommen. Auf jeden Fall gibt es jetzt seit dem 15. Juli dieses Spiel auch auf Steam und ich habe es mir direkt gekauft und werde das mit euch zusammen spielen. Ich kenne es bereits, ich habe es mir nämlich dann irgendwann mal als DSiWare-Titel geholt und gespielt. Nur aufnehmen konnte ich es halt nicht. Das Spiel ist 2010 rausgekommen, genauer gesagt im Oktober 2010, eben für DSiWare. Und ist dann im Oktober 2011, also ein Jahr später, noch für iOS rausgekommen. Was ich auch nicht aufnehmen kann und ich sowieso auch kein Gerät mit iOS besitze. Deswegen ist es sowieso egal gewesen. Aber jetzt auf dem PC kann ich es wunderbar aufnehmen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon genauso wie ich auf dieses Spiel, weil es ist wirklich großartig und macht Spaß. Es ist nicht so lang, also ich schätze mal 4-5 Stunden werden wir dran sitzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir das Spiel auch schon wieder durch, aber das ist egal, es ist trotzdem super. Und ich bin mal gespannt, was der Director's Cut so alles zu bieten hat. Ja, ihr seht schon, da steht Press Any Key. Das Spiel ist leider, genauso wie das Ur-Shantae, nur auf Englisch verfügbar. Ich kann leider die Sprache nicht umstellen. Da müsst ihr mit leben. Ich werde wieder versuchen, das Ganze so gut wie möglich zu übersetzen. Wird wahrscheinlich wieder genauso ein Desaster wie vorher auch, aber was soll's, es wird trotzdem Spaß machen. Joa, ansonsten weiß ich gerade nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu erzählen. Ansonsten wird mir das schon im Let's Play einfallen. Ich würde sagen, ich drücke einfach mal den Any-Key. Und ja, in den Options muss ich, glaube ich, nichts umstellen. Da sollte nur was zur Steuerung und so sein. Genau, das ist egal. Okay, dann wählen wir mal die Datei A aus und beginnen unser Spiel. Ja. Wir sind nämlich Shantae. Also früher habe ich sie immer Shantae genannt, aber ich habe den Trailer gesehen. Und also zur Steam-Version, zum Director's Cut, und da wird sie immer Shantae ausgesprochen. Na, deswegen werde ich das jetzt so aussprechen. Klingt so ein bisschen wie Chantal, oder? Vielleicht sollte sie Chantal nennen. Mal schauen. Egal. Das Leben als Hype-Genie ist echt harte Arbeit. Seitdem ich Risky Boots aus der Stadt vertrieben habe, will jedes Monster in Sequinland mit mir kämpfen. Naja, es bringt mir nichts, jetzt zurückzuhalten. Ich muss sie... Oh, das kann ich nicht übersetzen. Gonna have to hear him till it hurts. Also ich muss sie haaren, bis es wehtut. Das klingt doof, weil sie greift ja mit ihrem Haar an, mit ihrem langen lila Haarschopf. Und daher kommt es zustande. So, dann wollen wir mal gegen sie kämpfen. Das ist halt eine kleine Einführung hier am Anfang, wo wir uns nicht wirklich bewegen können. Wir können hier nicht aus dem Bildschirm raus und müssen halt einfach gegen ein paar Monster kämpfen, die hier ankommen und ja, unsere Fähigkeiten wieder aufpolieren im Haarkampf. Denn seit den Ereignissen aus dem ersten Shantae ist einige Zeit vergangen. Ihr seht, wir sind hier in unserem Leuchtturm, bei dem wir auch im letzten Spiel angefangen haben, aber... Na, ich will das einsammeln. Lass mich das einsammeln. Aber man sieht, er ist repariert. Denn am Anfang vom ersten Shantae wurde der ja mit einer Kanonenkugel beschossen und die Spitze zerstört. Ah ja, ich hab's immer noch drauf. Sehr gut. Jawohl. So, und jetzt geht das Spiel erst richtig los. Wir sind hier am Leuchtturm, wie gesagt. Hier haben wir das letzte Mal das Spiel begonnen. Und
Man sieht, im Vergleich zum ersten Shantae hat sich die Grafik um einiges verbessert. Wobei das erste Shantae war ja grafisch wirklich eine Augenweide dafür, dass es ein Game Boy Color Spiel war. Also das war echt super. So, ja, wir können hier rumlaufen. Und da ist Wasser. Deswegen gehen wir erstmal nach rechts. Springen hier rüber, verärgern die Möwen ein bisschen. Und da ist ein alter Bekannter. Und zwar ist das Bolo. Den kennen wir schon aus dem ersten Teil. Der war in, oh Gott, ich glaube in Watertown. War das richtig? Ich bin mir nicht sicher. Da gab es ja fünf verschiedene Städte, wenn man die Zombie-Karawane hinzuzählt. Und in jeder Stadt gab es ja einen besonderen Charakter. Und in einer Stadt war eben Bolo, der uns geholfen hat, in den ersten Dungeon reinzukommen. Hi, Shantae. Ich will mir die Show deines Onkels angucken. Kommst du mit? Hä? Heute ist die Relic Hunter Expo, also die Schatzsucher-Ausstellung. Na, Schatzsucher ist nicht das Richtige. Wobei, na doch, Schatzsucher-Ausstellung ist, glaube ich, eine gute Übersetzung. Ja, Sky und Wrench sind heute Morgen auch eingeflogen, um sich zu sehen. Ja, Sky und Wrench kennen wir auch. Sky hat uns auch weitergeholfen. Ich glaube, in Oasis Town war sie. Und Wrench ist halt ihr Vogel, der uns den... War es der zweite? Ja, ich glaube, das war der zweite Dungeon geöffnet hat, indem er sich einfach in einen Wrench verwandelt hat, also einen Schraubenschlüssel, und da an einer Mutter gedreht hat, damit die Tür aufgeht. Oh mein Gott, Sky's Eye! Ich habe es in der Bucht sich sonnen lassen. Beweg dich nicht. Tja. Wir müssen jetzt das Ei holen, das wir hier irgendwo haben liegen lassen. Und ich bin absichtlich erstmal nach rechts gegangen, weil ich wusste, dass Bolo da ist. Denn man denkt jetzt natürlich, oho, ja, im Wasser, da können wir nicht vorbei. Wir sind Shantae, die konnte im ersten Teil auch nicht schwimmen. Aber, ja, das hier ist Risky's Revenge. Hier müssen wir uns vor Wasser keine Sorgen mehr machen. Zumindest vor dem Wasser hier nicht. Wir können schwimmen. Tauchen ist leider nicht möglich, außer durch Springen so ein bisschen. Also wir können nur an der Oberfläche schwimmen. Aber wer weiß, vielleicht finden wir dazu ja noch irgendwann eine Möglichkeit. Denn wir erinnern uns, dass Shantae ja die besondere Möglichkeit hat, da sie ein Halbgenie ist, sich durch Tänze, durch magische Tänze in verschiedene Gestalten zu verwandeln. Und hatten wir im ersten Teil den Affen, den Elefanten, die Spinne und die Harpie. Tja, aber leider ist halt jetzt so viel Zeit seit dem ersten Teil vergangen. Es war halt Frieden, bis auf die paar Monster, die uns hier mal herausgefordert haben. Risky war besiegt und hat sich seitdem nicht mehr gezeigt. Deswegen haben wir alle Tänze verlernt. Wir können zwar hier so ein bisschen rumdancen quasi, aber das bringt nichts. Wir haben leider unsere gesamten magischen Sachen vergessen. Tja, Shantae ist halt ein Teenager. Die nimmt das Ganze nicht so ernst. Und ja, wie schon gesagt, sie ist halt ein Halbgenie. Und früher gab es... Ah, das ist das Ei. Da oben ist eine Schatztruhe. Ich will dran. Naja, nehmen wir mal das Ei mit. Wunderbar. Ah, cool, wir können auch gehen, okay. Kann ich auch schneller... Moment, ich möchte mal eben gucken, ob ich auch schneller laufen kann. Ja, ich weiß, ich habe gerade was angefangen, über Genies zu erzählen. Das sage ich gleich weiter. Nee, ich glaube, das ist die schnellste Geschwindigkeit, die wir haben. Aber was wir machen können... Ja, wir können eine Ausweichbewegung nach hinten machen. Ist relativ nützlich, vor allem in einigen Bosskämpfen. So, genau. Dieses Land hier war nämlich früher von Genies bewohnt, die ja verschiedene Orte bewacht haben, unter anderem die Dungeons und die Städte. Deswegen gab es da Wächter-Genies. Und irgendwann haben sie sich halt mit Männern eingelassen und haben Kinder bekommen, die weder richtig Genie noch richtig Mensch waren, sondern halt Halb-Genies. Und das Wichtige ist auch, dass eben alle Kinder weiblich waren. Das heißt, alle Halb-Genies, die es gibt, sind auch weiblich. Ja, und die haben halt alle irgendwie ein bisschen komische Magie. Also keine richtige Magie, so wie die Genies, sondern halt irgendwas, das sich immer in komischen Arten manifestiert. Und bei Shantae ist es halt, dass sie hier mit ihrem Haar so zuschlagen kann. Das ist quasi ihre Magie, die in ihr inne wohnt. Und später kann sie dann halt auch noch die Tanzmagie nutzen. Tja. So ist das hier. Oh, ich finde es einfach so wunderschön, dieses Spiel wieder zu spielen. Und vor allem auch diese Kulisse zu betrachten. Das ist schon ziemlich cool. Naja, egal. Wir haben hier auch noch genau ein Inventar. Und da unten haben wir Key-Items. Einmal Heartholders, also quasi Herzteile.
die unsere Lebensleiste erhöhen. Da haben wir da oben links die Herzen, die 3 Stück. Und da können wir halt noch mehr sammeln. Und wir haben jetzt hier das Ei. Und anscheinend stinkt es schon. Zumindest sagt das der scrollende Text da unten. Ansonsten, okay. In der DS-Version gab es eine Karte auf dem Touchscreen, also auf dem unteren Bildschirm. Ich weiß nicht, ob wir die hier in diesem Spiel auch kriegen, weil wir haben halt nur einen Bildschirm zur Verfügung und wir haben offensichtlich keine Auswahlmöglichkeit für eine Karte und die anderen Knöpfe bringen mir auch nichts. Hm. Oh, übrigens eine sehr gute Neuerung. Man sieht es an den Möwen, während wir tanzen, vergeht die Zeit nicht. Das hat mich ja im ersten Shantae so genervt teilweise, dass wir während des Tanzens von Gegnern angegriffen werden konnten. Tja. Ich hab das Ei. Lass uns gehen. Ew. Das riecht wie Großmutter. Das riecht wie Oma. Oh Gott, ich will seine Oma nicht kennenlernen, wenn die so riecht. Ich bin mir sicher, das ist normal. Du bist der schlechteste Eishitter überhaupt. Schieb's nicht auf mich, wenn Skies rausfindet. Nein, nein, werden wir schon nicht. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Scuttletown, ja. Die Stadt, von der wir halt jetzt der Wächter-Genie sind. Ich habe ja früher gesagt, dass früher halt die Wächter-Genies, beziehungsweise die Genies teilweise Städte bewacht haben, aber die gibt es halt nicht mehr. Deswegen haben wir als Halb-Genie jetzt eben diese Aufgabe an uns genommen. Die Schatzsucher sind weltweit bekannt für ihre unüblichen Entdeckungen. Ich hoffe, dass ich heute etwas wirklich Besonderes sehe. Tja, mal schauen, was wir so finden. Oh Mann, heute ist die Schatzsucherausstellung. Die so komische alte Entdecker finden immer das komische Zeug aus der alten Welt. Ich melde mich immer schon vorher an oder ich bestelle immer schon vor. Hm, es kommen so viele Boote rein. Scuttletown hat nicht genug Platz, um sie alle anlegen zu lassen. Na, wenn du meinst. Hallo, Shantae. Was muss ich tun, um dich wieder zurück auf die Bühne zu kriegen? Hör auf, so schüchtern zu sein. Ja, wir erinnern uns. Wir können ja tanzen und es gab im ersten Shantae ein Tanzminispiel, wo wir uns ein bisschen das Geld auffrischen konnten. Nein, nicht auffrischen, auffüllen konnten. Und ja, seit den Ereignissen aus dem ersten Shantae haben wir anscheinend nicht mehr getanzt. Aber vielleicht können wir das ja ändern. Wieso, ich weiß, wir konnten da reingehen, aber ich gucke mir erstmal den Rest hier an. Kann jemand diesen Golem aus dem Weg bringen? Oder aus dem Weg bewegen? Tja. No smash me. Also schlag mich nicht kaputt. Nicht schlagen. Nicht schlagen mich. Ja, das ist ein Golem, der protestiert, dass er jetzt immer zerschlagen wird und deswegen uns den Weg versperrt. Super. Weißt du, Golem, das ist der beste Weg, wieder von irgendwem zersmashed zu werden. Naja, egal. Also wir haben leider keine andere Möglichkeit, noch woanders hinzukommen. Da oben zu dieser Frau, die den Krug auf dem Kopf balanciert, kommen wir nicht hin aktuell. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rein und gucken, was uns da erwartet. Und da ist er, unser Onkel, der uns aufgenommen hat. Ist nicht unser richtiger Vater, ich glaube, wir sind gar nicht richtig mit ihm verwandt. Aber das ist egal. Und zwar Mimic, den kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. So. Und als ich den weißen Kristall fest in meiner Hand hatte, duckte ich mich für ein paar Sekunden. Was? Ducked several seconds at what appeared to be a common cliff. Ich duckte mich ein paar Sekunden an etwas, was wie eine normale Klippe aussah. Bis bla bla bla. Tja, er erzählt gerade seine Erlebnisse. Psst. Ja, das ist Sky. Wir sehen schon, auf ihrer Schulter sitzt Wrench, ihr Kriegsvogel. Du bist zu spät. Es ist deine eingeschworene Pflicht, diese Stadt gegen Verbrecher zu beschützen. Oder gegen verbrecherische Elemente. Ah. Aren't you a Grump? A Game Grump? Haha, nein. Wie übersetze ich das denn? Egal. Das dürft ihr selber übersetzen. Ich nehme mal. Also, bist du schlecht drauf? Ich nehme mal an, die Trainingswoche war nicht so toll. Ein voller Reinfall. Meine
Kriegsvogel, Schlüpflinge, literally flew the coop. Das weiß ich nicht, wie ich das übersetzen kann. Ja, sie züchtet Kriegsvögel. Und ich weiß gar nicht, ob Wrench tatsächlich einer dieser Kriegsvögel ist. Auf jeden Fall ist er ihr ständiger Begleiter. Und anscheinend hat sie halt neue Vögel gezüchtet. Tja, und sie waren alle nicht gut, bis auf Wrench. Ach übrigens, wo wir gerade dabei sind, hast du mein Ei? Ja, das haben wir natürlich mitgebracht. Ah, da ist mein kleines. Also, hast du dich gut um es gekümmert? Oder um ihn? Spoiled him rotten. Ja, das ist auch ein Wortwitz, den man nicht vernünftig übersetzen kann. Weil es halt wie verfault schon riecht. Und spoiled him rotten heißt halt eigentlich von wegen, ja, ich habe ihn so verwöhnt. Ja, das hast du besser. Ups, es ist Zeit. Und mit meinem entleerten Darminhalt, der den Schatz ersetzte, war ich in der Lage, die Druckplatte zu überlisten und meinen Fluch zu machen. Bürger von Scuttletown, darf ich euch präsentieren dieses, das diesjährige Objekt of Mystery, also das diesjährige mysteriöse Objekt. Unglaublich, Mann. Sieht irgendwie aus wie ein kaputter Wecker, hä? Huh? Oh Gott, huge bowels. So ein Mut. Wie immer werden wir die Festlichkeiten damit eröffnen, dass wir einen fossilen Schatz aufmachen und den Inhalt zur Auktion freigeben. Das diesjährige mysteriöse Objekt scheint in festem Stein eingeschlossen zu sein, aber es fühlt sich ziemlich hohl an. Soll ich es aufmachen? Yay, mach es! Klatsch, 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 klatsch. Dann lass die Festlichkeiten beginnen. Bonk. Eine magische Lampe, ha? Huh? Was ist das? Sieht aus wie eine Öllampe? Ladies and Gentlemen, das ist mein Fehler. Ich scheine, das falsche Objekt, Das ist in Ordnung, Onkel. Zeig es uns. Ja, zeig es uns. Yay. Nein. Ich meine, nein, das ist nicht wichtig. Lasst uns zum nächsten Event übergehen. Bitte werft eure Aufmerksamkeit auf. Hä? War ja klar, dass das nicht lange friedlich bleiben wird. Ja, da ist sie. Die Dame, die im Titel vorkommt. Risky. Hohoho. Der Erzbösewicht aus dem ersten Teil schlägt mal wieder hier zu. Kein Grund zur Aufregung. Ich bin nur mal eben für das hier vorbeigekommen. Und sie hat die Lampe geklaut. Na toll. Risky Boots. Ja, höchstpersönlich. Dein schatzsuchender Onkel bringt immer irgendwelche neuen Sammlerstücke mit. Aber dieses hier. Na, das hier ist die Spitze des. Nein, das ist nicht die Spitze des Eisbergs. This takes the cake, doesn't it? Das hier ist wirklich besonders, ha? Huh? Es ist nur eine wertlose Lampe. Tu es zurück, bevor es Ärger gibt. Du hast keine Ahnung, was für Ärger bereitsteht. Heave ho, Männer! Hebt meine Booty durch das Dach und legt euch ins Mark. Keine Ahnung, sagt man das so? Sagt, legt euch ins Mark? Nein, legt euch ins Zeug. Das ist das Richtige. Oh mein Gott, Unglück. Schlechtestes Unglück. Diese Lampe ist extrem gefährlich. Sky, Bolo. Einer von euch, fangt einer von euch sie, bevor sie den Dock erreicht. Oh Gott, ich bin so schlecht im spontan Übersetzen. Das ist gar nicht gut. Nein, ich kann das, I can handle this. Ich komme damit klar, ich schaff das. Tja, und wir hören natürlich nicht auf unseren Onkel, sondern wir machen uns auf den Weg, um Risky zu fangen.
Kein Zeichen von Risky Boots oder ihrem Piratenschiff. Wenn ich sie verloren habe, dann werde ich das niemals vergessen. Dann werde ich das niemals vergessen können. Da ist sie doch. Joho, Genie-Mädchen, suchst du mich? Risky, ich gebe dir eine letzte Chance, die Lampe zurückzugeben. Wenn nicht, werden die Dinge hässlich werden. Fufufu. Sie werden auf jeden Fall hässlich werden. Lass uns mal sehen, wie du mein brandneues, dampfbetriebenes Oceanic Tinker Tub, also den Ozean Tinker Dampfer besiegen kannst. Ja, die Tinker Bats, wir erinnern uns an den ersten Teil, waren die Piratenunterlinge von Risky. Lock and load, Männer! Genau, das sind die Tinker Bats. Es ist Zeit für Riskys Rache, also lass uns aggressiv angreifen. Ho, ho, ho. Oh ja, unser erster Endgegner im Spiel, ein großes Schiff. So, und ich muss erstmal gucken, genau, es spuckt so ein Fass aus und wenn wir das treffen, nimmt das Schiff Schaden. Alles relativ easy, ne? Na, zumindest bisher noch. Natürlich wird das Schiff weiter angreifen. Aber solange es kein Fass draußen hat, uiuiui, können wir nichts weiter machen als ausweichen. Nein. Nein. Böses Schiff. Los. Genau. Gib ein Fass her. Haha. Ja, es ist halt der erste große Endgegner im Spiel, deswegen dürft ihr nicht zu viel erwarten. Er ist relativ einfach. Allerdings eine gute Aufwärmübung auf das Rest, auf den Rest des Spiels. Uiuiui. Na, greifst du mich an, oder? Ja, war ja klar. Aber jetzt holst du den Fass raus, oder? Komm her, wunderbar. Und das war's anscheinend auch schon. Dreimal getroffen, typische Nintendo-Art. Nicht schlecht. Du hast ein oder zwei Dinge gelernt, seitdem wir uns das letzte Mal duelliert haben. Aber das ist egal. Mit dieser Lampe habe ich endlich die Möglichkeit, Sequin Land zu zerstören. Ja, Sequin Land ist die Welt, in der das Ganze spielt. Wir sind ja hier in Scuttletown, beziehungsweise am Rand von Scuttletown. Und Scuttletown liegt eben in Sequin Land. Achso, ein für alle Mal. Dam, dam, dam. Bis dahin, spiel hiermit. Na, was kommt denn jetzt? Nein, ich kann mich leider nicht bewegen, nicht ausweichen. Tja. Ich fürchte, wir haben Risky entkommen lassen. Das ist gar nicht so schön. Und da ist Mimic. Shantae, wach auf. Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Oh, sie konnte entkommen. Beweg dich nicht. Lass die Situation, lass Sky und Bolo mit der Situation umgehen. Aber... Oh wei, wer ist das denn? Na, das ist ja eine tolle Begrüßung. Oder ein tolles, wie geht's dir? Sich während des Jobs einfach hinlegen, während dieser Pirat... Pellmell... Während dieser Pirat meine Stadt als ihr Spielplatz benutzt. Seitdem dieses Piratending angefangen hat, ist Scuttletown vor die Hunde gegangen. Bürgermeister Scuttlebot. Ein toller Name. Verstehen Sie bitte, sie tut alles, was möglich ist. Hui, mit den Halb-Genies. Wir sind eine ganze Stadt, wir brauchen einen kompletten Schutz. Pack deine Dinge zusammen und verschwinde von hier. Du bist gefeuert. Was? Das können Sie nicht ernst meinen. Tu ich. Und das ist mein letztes Wort in dieser Sache. Und jetzt verschwinde. Ich bin ein beschäftigter Mann. Na, sehr toll. Da fängt das Spiel ja echt gut an. Nun, er war echt in seltener Form. Aber er wird er wird sich nochmal überlegen, sobald ich diese Lampe zurückgeholt habe. Nein, ich verbiete dir zu gehen. Du benimmst dich seltsamer als der Bürgermeister. Was hat es mit dieser Lampe auf sich, dass du dich so darüber aufregst? Ich kann es dir nicht sagen.
Was? Warum nicht? Ich habe es deiner Mutter versprochen, niemals davon zu sprechen. Diese Lampe hat ziemlich viel Leid verursacht in ihrer Zeit. Vertrau mir. Es ist nicht, jetzt verließen sie mich komplett. Ich kann weder richtig reden, noch kann ich richtig übersetzen. Es ist Ärger. Und am besten zum Vergessen gelassen. Du kannst mir wenigstens sagen, warum Risky sie klauen wollte. Ist es gefährlich? Nein, nicht mehr. Die Genies haben ihre Magie vor langer Zeit versiegelt. Sie haben die Kraft in drei magische Siegel aufgeteilt und sie für immer versteckt. Selbst wenn die dunkle Macht irgendwie wiederhergestellt worden würde, wissen nur noch wenige, wie man sie nutzt. Und ich werde dieses Geheimnis in mein Grab tragen. Aber Onkel, Risky muss mehr wissen, als du denkst. Andererseits, sonst hätte sie nicht die Lampe geklaut. Das ist wahr. Das Potenzial für das Böse ist zu groß. Wir haben keine Wahl. Wir müssen alle drei magische Siegel vor Risky Boots finden. Es wird schwierig und sehr gefährlich. Und danach dürfen wir nie wieder davon reden. Glaubst du, du kriegst das hin? Wenn es bedeutet, dass ich die Stadt vor dem Bösen beschützen kann, dann auf jeden Fall. Ich werde diese drei magische Siegel finden und Riskys bösen Plänen ein Ende bereiten. Ein für alle Mal. Tja, was für eine Intro, ne? Wir müssen alle drei magische Siegel finden, bevor Risky Boots es tut. Es wird schwierig und sehr gefährlich und bla bla bla, das haben wir alles gerade schon gehört. Ja, bla bla bla. Los. Tja, wir haben Risky Boots entkommen lassen. Sie hat mal wieder nichts Gutes vor und führt Böses im Schilde. Und wir wurden auch noch als Wächter-Genie gefeuert. Das ist ja echt super. Ja genau, da kann sie sich hinknien und böse gucken. Tja. Also, wir müssen also drei magische Siegel finden. Und ich würde sagen, machen wir uns mal auf die Suche. Aber bevor wir das tun, erforschen wir Scuttletown nochmal ein bisschen. Denn jetzt stehen uns mehr Bereiche dieser Stadt offen. Ich wurde aus meiner alten Stadt rausgeworfen und bin hierher gereist, um ein neues Leben zu starten. Ich hoffe, diese Stadt kann mich wirklich als mich selbst akzeptieren. Kommst du nicht aus Oasis Town oder so? Oder bist du gar ein Zombie, der hier ein neues Leben anfangen möchte? Kommst du aus der Zombie-Karawane? Bist du deswegen so komplett eingehüllt? Hm? Tja, wir werden es nie erfahren. Hast du diesen alten Mann in dieser Stadt gefunden? Er ist der Safe-Typ, also der Speichertyp. Suche ihn auf, wenn du deinen Fortschritt speichern möchtest. Ja, das werden wir wahrscheinlich gleich mal machen. Siehst du diese Pfeildinger auf dem Boden? Leute nennen sie Jump Pads. Springe auf eins, um dich vorwärts oder also nach vorne oder nach hinten zu schleudern. Sie bringen dich direkt zum Stadttor. Ja, er meint genau dieses Ding hier. Damit können wir nämlich, wenn wir da einmal drauf springen, können wir in eine weitere Ebene nach vorne oder nach hinten. Und damit steht uns halt mehr von der Stadt offen. Das hatten wir gerade eben noch nicht zur Auswahl. Wir können auch wieder hier hin und sind jetzt hier oben und können mit dieser Dame reden. Wie komme ich von hier nur wieder runter? Tja, du könntest einfach springen, so wie ich, aber ich fürchte, dann geht dein Crew kaputt. Geh sicher, dass du nochmal im Laden vorbeischaust für etwas Magie, bevor du gehst. Ich schlag dir vor, die Stormpuffs zu holen. Das ist die stärkste Waffe, um zu starten. Selbst wenn es schwierig zu benutzen ist. Ja, die Stormpuffs kennen wir noch aus dem ersten Teil. Und das waren so Wolken, die wir beschwören konnten, um Blitze aus den Wolken schießen zu lassen. Tja. Aber bevor wir uns die holen, würde ich mal sagen, gehen wir eben zum Speichertypen. Den kennen wir auch noch aus dem ersten Teil, ja. Ich muss nur noch mal eben gucken, wo der war. Ich glaube, der war irgendwie hier hinten. Jawohl, direkt das richtige Haus erwischt. Hallo.
Würdest du gerne deine Reise speichern? Ja, natürlich würde ich das gerne. So, denn ich nehme schon wieder ziemlich lange auf und ich würde sagen, das wäre erstmal genug für den ersten Part, auch wenn nicht so viel passiert ist. Ich erstmal viel erzählt habe und, naja, was heißt nicht viel passiert? Es war schon ein bisschen Action, aber es war nicht Non-Stop-Action. Und das kommt dann im nächsten Teil. Dann werden wir uns Scuttletown nochmal näher ansehen und dann auf in die Wildnis gehen, um eben das erste der magischen Siegel zu finden. Tja. Und bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an diesem Let's Play wie ich und freut euch da genauso wie ich drüber. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Ich habe jetzt extra nochmal mitten in der Nacht, wir haben gerade 20 Minuten nach Mitternacht und ich muss morgen eigentlich früh raus. Ja. Das mache ich einfach für dieses Spiel, weil ich mich so gefreut habe und den ganzen Tag gewartet und es kam einfach nicht raus. Ich wollte dich nicht ansprechen, nein. Und es kam halt einfach nicht raus, weil Steam es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat oder so, keine Ahnung. Dann habe ich kurz vor Mitternacht nochmal geguckt. Oder was heißt kurz vor Mitternacht, so halb null, halbe Stunde vor Mitternacht, wie auch immer. Und dann war es endlich da und dann dachte ich mir, ja, jetzt muss ich doch noch eine Aufnahme machen. Naja, egal. Ich glaube, ich laber einfach gerade viel zu viel. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr euch auf das Spiel freut. Ich werde es auf jeden Fall besser hinkriegen als das erste Shantae. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.